Ja, es geht aus dem Lätzsack raus, da ist 12,5 Kilo pro Sack. Und bei den lebensgrossen sind zwischen 120 und 150 Kilo Ton, wenn ich anfange. Oder? Ich tue sie dann noch aushöhlen, es geht dann ganz viel wieder weg. Aber an dem sieht man, wie einfach auch körperlich das so Krampf ist eigentlich. Oder? Und dort nicht den Faden zu verlieren beim Formen und beim, ja, ist sehr schwierig. Anfang beim Modellieren mache ich zuerst den Torso und den Kopf drauf. Und dann die Glieder, Beine und Arme mache ich nachher unabhängig eigentlich. Also, und das geht sonst nicht, oder? Und dann wird das Ganze wieder zusammengesetzt eigentlich erst. Also gerade die Stehenden, die sind natürlich, die werden dann zwischen diesen Eisenstangen, also so Stützen, die im Raum eingespannt sind, zwischen zwei Stützen gestellt. Und nachher kommen noch Eisenstäbe durch die Stützen und durch die Figur durch, die sie einigermaßen halten wollen. Also, das sind so viele Kilo, oder? Das sackt sich einfach weg. Und manchmal tue ich sie noch mit Verbandsbinden noch fest binden und reissen. Und bei jeder ist es wieder eine total andere Geschichte. Auch bei den Sitzenden, wenn eine vorne hängt, die klappt einfach weg, wenn ich nichts mache, wenn ich sie nicht befestigen. Ja, eigentlich mache ich am liebsten den Aufbau. Wenn ich sie wirklich forme. Wenn ich auch den Kopf irgendeine Neigung geben kann oder die Bewegung reinbringen, das ist so schön. Und als Rest, als Technische eigentlich, das ist einfach nur Malochen, wirklich. Weißt du, aushöhlen und machen und wieder zusammenkleben und es ist auch technisch eine wahnsinnig schwierige Sache. Also ich habe viel Lehrplätze gemacht. Auch beim Rennen nachher, also im technischen Innen. Weil, ja, manchmal sind sie zu dick oder zu dünn oder ja, dort vertätscht es einen einfach im Ofen. Und das braucht manchmal schon wahnsinnig Geduld nachher. Das Kahlköpfige und so, das macht natürlich auch so, kannst du sie nicht identifizieren in dem Sinn, nicht mehr zuordnen. So. Und die ganze totale Nacktheit, das ist ja auch. Ja, es kann sich niemand hinter nichts verstecken. Es ist wirklich die nackte Wahrheit im wahrsten Sinn. Jetzt, wenn ich Gruppen mache zusammen, also sagen wir vier, drei, vier zusammen oder schon nur zwei, dann ist schon eine Vorstellung, was zwischen denen passiert. So. Aber meistens, wenn ich nachher im Atelier bin, passiert etwas völlig anderes. Es gibt eine neue Geschichte daraus. Ich bin selten so, dass ich in dem Konzept, das ich im Kopf habe, dass ich das durchhalte. Weil eigentlich, wenn die Leben überkommen, ja, entwickeln die ihre eigenen Charaktere und ihre eigenen Aussagen auch. Ja, da habe ich eigentlich keine Philosophie dazu. Es ist mehr so, dass
Figuren, die Philosophie, die ich vielleicht hatte, auch abändern können. Also sie fließen einfach aus mir raus. Und haben aber auch Anteil am Entstehungsprozess. Sie selber, oder? Weil sie schon in einem gewissen Stadium sind. Und das macht sie auch spannend. Durch das kommt dort das total Lebige rein. Figuren machen ist noch eins, aber ein Leben einzuhauchen ist das andere. Und das passiert eigentlich im Dialog mit ihnen. So. Also alle Figuren für mich sind eine Provokation eigentlich. Sie haben ja auch sehr wenig Kopf, sie haben ziemlich kleine Köpfe. Kleiner als natürlich wäre. Ich habe ja immer ein bisschen politische Sachen noch drin, so ein bisschen gesellschaftspolitische. Also mit den Eseln hat es ja angefangen, die ersten grossen Esel, die ersten Esel sowieso habe ich gemacht, wo die Ölplattform vor ein paar Jahren runter ist, im Golf von Mexiko, die Deepwater Horizon. Nachher habe ich die grossen Esel, die jetzt auch noch draussen sind, gemacht, aufs Floss mit dieser Meerjungfrau, also der Gefei. Also so, ja, schon. Und dann hat es eigentlich angefangen mit den Eseln. Ja, es hat jetzt gerade ein bisschen mit dem ganzen populistischen Zeug zu tun, das mit den Hornochsen und den Eseln. Es sind ja Hornochsen, die den Eseln sagt, wie sagen, was lang geht. Oder so arbeiten zum Teil. Oh ja, die Eseln geht weiter. Im Moment, ja. Die Stelen, die da außen sind, die Keramikstelen, die sind Gebetsmühlen. Das ist ja ein ganz spezifisches Thema Flüchtlinge. So. Also als Künstler musst du wirklich irgendwo politische Haltung haben. Und das bringe ich jetzt nicht lauthals rüber, aber so etwas auf die feinere durch meine Arbeiten. Also gut, mit den Lebensgrossen, die mache ich nicht mehr. Da musst du auch gar nicht stehen, weil das ist einfach, habe ich jetzt wirklich genug davon. Und ich bin ja noch an den Holzarbeiten. Das mache ich jetzt eigentlich lieber, viel lieber. Und mache, kann ich aber hier nicht machen, weil wenn ich die grossen Sachen mache, die Hunde und so, das ist ja nachher Motorsäge und Maschine. Das kann ich hier nicht im Quartier. Ich kann nicht einen Monat, zwei Monate da Motorsäge oder so. Das mache ich in Spanien. Geht's weiter? Ja, einfach ein bisschen reduzierter vielleicht, hoffe ich. Ich kann ja nicht immer so Gas geben, wie ich bis jetzt gegeben habe. Aber ich gebe eben immer noch Gas. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht geht es einfach so weiter, wie es ist. Ja.